Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lanzerflor. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme jetzt gerade ein paar Folgen an ein Stück auf. Aber ich glaube auch, dass wir relativ durch sind. Also da wird nicht mehr so viel fehlen, jetzt wo wir König Richard wahrscheinlich heilen können, beziehungsweise befreien können und dann heilen können. Und dann fehlt nur noch Scotia, die entweder hier hinten ist oder auf Level 4 noch ist von dieser Borg Chimal, keine Ahnung, wie es genau heißt. Und ich bin jetzt so neugierig, dass ich tatsächlich ein paar Folgen am Stück aufnehme. Vor allem, damit ich auch ein bisschen besser planen kann, wie es weitergeht. Okay, gleich nochmal einer. Und dieses Level, das hasse ich ja. Da kommen so viele Gegner. Wirklich so viele Gegner, dass es schon nicht mehr schön ist. Vor allem die zersetzen dann auch unsere... Oh. Ja, toll. Die zersetzen dann auch unser Teil, unsere Rüstung. Und dann haben wir echt ein Problem. Autsch. So, hier sind wir. Können wir hier nochmal kurz rasten? Theoretisch ja. Praktisch wahrscheinlich auch. So, von den vielen Schlüsseln. Ich glaube immer noch, dass es einige Schlüssel für die Truhen waren. Können wir auf jeden Fall jetzt mal einen benutzen. Machen das hier. Und speichern hier nochmal, damit da nichts schief geht. Und dann geht's mal hier rein. Relax, Paulson. He appears unharmed, but our shroud has been tainted. What can we do? We must dispel the dark shroud, and then we can heal Richard. Und das haben wir ja schon rausgefunden. Wir brauchen die Statuen, deswegen sind wir ja auch nach oben gegangen, weil uns eine gefehlt hat. Und dann müssen wir quasi das Licht hier wahrscheinlich so umlenken, dass es hier rüber geht, hier rüber geht, hier rüber geht. Oder vielleicht auch hier rüber geht, hier rüber, hier rüber. Ich weiß es noch nicht genau. We must find a way to free the king. There's a ray of hope. So, was passiert? Maybe that will do something. Der ist auf jeden Fall schon mal falsch. We must direct the light. A breakthrough perhaps. So, die Schlange geht hier rüber. Das bringt auf jeden Fall schon mal was. Perhaps something else will work. Der bringt nichts. Perhaps something else. Der bringt auch nichts. Ah, a pattern is developing. So. Jetzt, der hier, der muss hier rüber gehen. Okay, das ist der Falsche. Outstanding. I think we've got it. Und auf den ist ja relativ klar. I knew we could do it. So. Oh, und dann zerspringen sie auch noch, okay. Aber es sieht schon viel, viel besser aus. Quickly, we must heal Richard. Each key must be returned to its proper location. Okay, jetzt ist die Frage, welcher muss wohin? It fits. Okay, das ist der Richtige. Only the original key will work. Ah, okay. Man hört schon, welches, wenn es der Falsche gewesen ist. Okay, sehr schön. Da hört man das schon am Sound. Kann man nichts falsch machen eigentlich. Let us supply the elixir now. We must heal him soon, or surely he will perish. Ja, dann geben wir ihm mal den Titel des Vertrauens. Elvni, Warven, Talamari, Konax, Ver, Ignati. Er lebt wieder. I can tell by the foul stench that I must be in Cimmeria. Yes, my liege. It appears that I owe you all a debt of gratitude, but it must wait. What of Scotia? Has she been vanquished? Scotia is said to be in the castle, but how shall we defeat her?
She has changed form to thwart us on many occasions. Take this ring, the Shard of Truth. Legend says that only truth can reveal the nether mask and foil the hag. I am too weak to join your group. I would merely slow you down. Your Highness, how shall you defend yourself? If you could spare a weapon, I would be great. Klar. Das können wir machen. Wir haben noch irgendwo was. Wie wär's mit dieser Axt hier? Die Hand des Todes? Thank you, Conrad. You are a noble subject. So, brauchst du noch eine weitere Waffe? Wie wär's denn mit einer Fernkampfwaffe? Nee. Noch was zum Heilen? Auch nicht. Vielleicht noch eine Rüstung? Auch nicht. Schade. Hätte jetzt gedacht gehabt, wir könnten da was machen. Wir können auch leider hier nichts mehr machen, nee. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal reingehen? Er ist weg. Richard is gone. We should make haste. He may try to challenge Scotia by himself. Okay. So, und was haben wir da gekriegt? Wo ist es überhaupt, wo wir das gekriegt haben? Das hier. Splitter der Wahrheit. Was machen wir damit? Wir haben auf jeden Fall hier Rubin der Wahrheit und jetzt haben wir den Splitter der Wahrheit. Können wir den ausrüsten? Ja, den können wir ausrüsten. Müssen wir den ausrüsten? Es ist die Frage. Wir müssen wahrscheinlich verhindern, dass Koscher sich verwandelt. Bin mir nicht sicher, ob wir den einfach so ausrüsten müssen oder ob wir was Besonderes mit denen machen müssen. Quasi den Dinger benutzen. Das können wir mal ausprobieren, ob das geht. Nee, das geht nicht. Ging das eigentlich zu was zu machen? Nee, das ging auch nicht. Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Entweder heißt es jetzt, wir müssen den einfach nur ausrüsten, so wie jetzt hat hier, und danach Scotia begegnen. Oder wir müssen irgendwas machen, um sie... ich erinnere mich noch ganz dumpf dran, dass man irgendwas machen konnte, um sie am Gestandeltwandeln zu hindern. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was. Und es hat auf jeden Fall was mit diesen zwei Sachen, denke ich, zu tun. Hinter den beiden war sie ja auch her. Aber ich weiß echt nicht mehr, was. Moment, du darfst auch nochmal einen Ring tragen. Haha, so. Sehr schön. Wie gesagt, keine Ahnung. Lass uns erstmal jetzt mal nach oben gehen. Sind wir eigentlich hier richtig? Ja, wir sind richtig. Genau, da mussten wir durch. Da mussten wir durch und hier durch. Dann kommen wir wieder nach Level 3. Dort können wir es erstmal ganz in Ruhe durch die Fallen durchlaufen. Rasten wollte ich eigentlich. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es einen neuen Level gibt oder ob Scotia da ist und wie das dann funktioniert. Wir sind hier komplett falsch. So, hier brauchen wir wahrscheinlich einen unserer Schlüssel. Okay. The key doesn't fit. The key doesn't fit. Und der Weg ist offen. Sehr schön. Okay, wir kommen auch nicht mehr zurück. Was sagt die Karte? Die sagt, da ist eine weitere Tür. Und ein Hebel. Ah. Hoppla, ich wollte auch gar nicht rausgehen. Scotia ist hinter der Tür. Gut, was ist mit diesem Hebel?
Lass uns den vielleicht nochmal probieren. Okay. Nett. Und das war's? The compass appears broken. Keine weiteren Dinger? Okay. Das war's. Das heißt Endkampf mit Scotia. Dann müssen wir mal probieren, was passiert. Wenn wir diese Sachen da tragen. Oder ob wir sie benutzen müssen. Oder was Sache ist. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Hallo. You worthless dogs have come to your deaths. It is you who will breathe your last, Scotia. Ha! You brought my ruby and it charred to me. That fool Richard actually believes the old tale that they may defeat my nether mask. It is folly. They shall give me even more. Sie verwandelt sich auf jeden Fall. Hoppla. Ne, wir können auch nichts machen mit der. Oh, I feel dizzy. Okay, sie verwandelt sich in verschiedene Sachen hier. Und der, weg ist der Stab. Und wir halb tot. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz so hundertprozentig sicher. Ah, verdammt. So, du kriegst nochmal das hier. Irgendwas müssen wir machen mit diesen Dingern. Dass er sich nicht verwandeln kann, schätze ich mal. Ich hab's auch so in Erinnerung irgendwie, aber... Die Frage ist, können wir es auch so besiegen? Könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht funktionieren könnte. Aber ein anstrengender Kampf werden könnte. Ah. Ja, schon wieder. I don't have enough magic. Ah, die bringen hier anscheinend nicht wirklich was. Nee, da muss es irgendeinen Trick geben mit dem Ding. Vielleicht. Okay, ich lade nochmal neu. Vielleicht müssen wir das Ding nicht so machen, sondern wenn sie sich verwandelt. Hoppla. Nee, dann fängt alles wieder genauso an wie vorher. Das Problem ist, wir haben ja zwei Dinger. Muss ich sie auf beide auf den Boden legen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Können wir beide irgendwie... Wir können sie kombinieren. Aha. Die ganze Wahrheit haben wir. Okay.
Meine Überlegung war jetzt gerade, wie gesagt, ich habe es irgendwie in Erinnerung, dass das irgendwas machbar war und dass man irgendwie einen Gegenstand mit ihr benutzen muss. Ich dachte aber, wenn wir jetzt den Rubin benutzen, dann können wir nicht gleich das benutzen und wir brauchen ja beides. Aber scheinbar, wir konnten beides kombinieren. Das ist schon mal cool. Das ist cool. Das hat mich also meine Erinnerung nicht getäuscht. Und damit können wir jetzt was gegen diese Niedermaske machen anscheinend. So, it is hot. Okay, muss ich das... Ah, ich muss es nicht mit ihr benutzen, ich muss es mit uns benutzen. Okay. Ah, jetzt sieht es doch Sache doch schon besser aus. Hallo, Todesnebel. Der hat Amman scheinbar nichts wirklich gebracht. Aber sie hält immer noch einiges aus, wie es aussieht. Wenn nicht, benutze ich tatsächlich nochmal den anderen Zauberstab, den wir haben. Boah, die hält wirklich einiges aus. Schaut euch das mal an. Selbst ohne dieses Ding, das auch verschwunden ist, hält sie da wirklich einiges aus. Okay. Ich glaube, das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ach, wie cool ist das denn? Und wir werden beobachtet vom Trarakel. So, das war Lands of Lore, The Throne of Chaos, das erste Spiel der Lands of Lore Trilogie. Und ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. Bei Might & Magic, was ich ja zurzeit auch spiele, oder was jetzt danach wieder weitergeht mit dem sechsten Teil, ist es ja so, wenn man sich ausruht, das geht nicht immer. Und dann vergeht auch Zeit und man braucht Nahrung und alles Mögliche. Da ist das Spiel hier doch... Das andere ist ein bisschen glaubwürdiger, also mehr Rollenspiel, richtig. Während hier man immer wieder rasten kann. Aber dadurch spielt sich das hier ein bisschen flüssiger, finde ich. Die Rätsel waren relativ cool, das Spiel auch so cool. Also ich finde, das Spiel ist sehr, sehr, sehr gut gealtert. Das kann man auch heutzutage noch ziemlich gut spielen. Bei ein paar Sachen, wie jetzt, was wir gerade gesehen haben mit den Köpfen, da fand ich, da hätte ein bisschen mehr Lore sein dürfen. Ich meine, deswegen heißt es ja auch Lands of Lore. hätte ein bisschen mehr Lore dabei sein dürfen. Ein bisschen mehr Informationen, über was es überhaupt geht. Aber ansonsten, wie gesagt, das sind auch Kleinigkeiten eigentlich. Ansonsten war das wirklich ein klasse Spiel. Oder, nein, es war kein klasse Spiel, es ist immer noch ein klasse Spiel. Und hat mich sehr gefreut, das zu spielen. Der Kampf gegen Scotia war auch in ihrer normalen Form relativ... Ja, hart war er eigentlich nicht. Aber hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich bin echt froh, dass ich mich noch erinnert habe, dass man irgendwas mit diesen Rubinen und... Also diesen Wahrheitsrubinen irgendwas machen musste.
Aber ich konnte dieses Amulett nicht mit uns benutzen, ich konnte den Ring nicht mit uns benutzen. Und ich wusste irgendwie noch, es gab einen Gegenstand, wo man benutzen konnte, um sie am Verwandeln zu hindern. Aber ich finde auch, wir sind relativ gut zurechtgekommen mit ihr, dank unseren einen Zauberstab, den wir noch hatten. Also das hat auch ganz gut geklappt. Ich denke, die kann man auch so besiegen. Das ist halt doch mal ein Fall für sich, wenn man ein Schwierigkeitsfall für sich, also nochmal eine Stufe höher. Aber finde ich cool, dass es geht. Aber was ich mich frage, wenn das wirklich geht, dass man das so besiegen kann, was wäre passiert, wenn wir Richard nicht geheilt hätten? Wie wäre dann das Ende gewesen? Wir hätten Richard nicht geheilt, hätten dieses Ding nicht gekriegt und hätten Scotia so besiegt? Wie wäre dann das Ende gewesen? Ich meine, wir hätten ja jederzeit wieder runtergehen können und ihn retten können. Von daher hätte es sein können, dass sich das nicht ändert. Aber ist so eine interessante Sache, finde ich, die Überlegung. Naja, wie dem auch sei. Jetzt geht's erstmal nach diesem Let's Play weiter mit Might and Magic Teil 6. Und nach dem sechsten Teil bin ich am Überlegen, ob ich den zweiten Teil von Lands of Lore mache. Götterdämmerung heißt er im Deutschen. Genau, musste gerade überlegen. Ich denke, so werde ich es machen. Also erstmal Might and Magic 6, es werden aber einige Folgen sein. Und dann halt hier Lands of Lore 2. Denn das ist eine gute Idee. Dann hoffe ich mal, dass ihr genauso viel Spaß hattet am Let's Play wie ich und dass wir uns an einem weiteren Let's Play wiedersehen werden. Könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Also wie gesagt, ich halte davon, dass es sehr, sehr gut gealtert ist. Dann sehen wir uns wieder. Macht's gut bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.